Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Wir sind zurück bei einem neuen Unboxing. Die Tales of Arise Collector's Edition. Nein, ich habe mir nicht die Hoodle Edition geholt. Ich wollte die Hoodle Edition nicht so gerne haben. Wir haben jetzt hier die Tales of Arise Collector's Edition. Für Xbox Series X natürlich. Ihr seht es hier oben. 4K Ultra HD. Dann haben wir noch 1000 andere Zeichen. Mein Tisch ist ein bisschen klein. Beziehungsweise nicht klein, die Bildschirme stehen ein bisschen vor. Weswegen ich das nicht ganz zeigen kann. USK 12, 12 Pegi, Bandai Namco. Das auf der Vorderseite. Hier haben wir irgendwelche geilen Texte auf Spanisch und Französisch, maybe. Kann das sein? Oder Italienisch, keine Ahnung. Libre vu di chan, du destin und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Hier haben wir alles, was hier drin ist. Digitale Inhalte, alles, was man im Moment, glaube ich, kaufen kann. Fordere das Schicksal heraus. Rena beherrscht Dana nun schon seit 300 Jahren, bla bla bla. Ihr kennt das. Erkunde lebendige Welt, beziehungsweise was heißt, ihr kennt das. Es ist halt die typischen Überschriften bei Videospielen. Collector's Edition enthält ein Spiel, ein Steelbook. Eine exklusive Figur, die ich nicht aufstellen werde. Artbook mit 64 Seiten, Soundtrack-CD und ja, digitale Inhalte halt. Optimiert für Xbox Series X hier ganz unten. Könnt ihr das sehen? Da. Da, ihr seht es, hier optimiert für Xbox Series X. Ich weiß nicht, ob man das auf Vollbild sehen kann. Ja, Gewalt ab 12 und so weiter. Und auf dieser Seite, Le Edition Collector Include und La Collector's Edition Include. Okay, schön. Nur damit ihr das hier nochmal seht. Da, hier alles verschiedene Sprachen. So, dann gucken wir einmal hier. Oh, nice. Hier haben wir Tales of Arise Collector's Edition. Sammelfigur. Es enthält sich hierbei nicht um Spielzeug, sondern um ein Sammelobjekt für Erwachsene. Empfohlen Mindestalter 15 Jahren. Nice. Ja, und dann haben wir nur noch diese Seite hier. Hopp. Und hier ist nur Tales of Arise Collector's Edition. Gut. Das war's, glaube ich, von dieser Seite aus. Dann packen wir das schöne Ding mal aus. Und ja. Gucken dann mal, was da so drin ist. Mal schauen. Hier haben wir das schmucke Stück, Leute. Das ist sie, ausgepackt aus der Hülle. Tales of Arise Collector's Edition. Drehen wir mal hier. Tales of Arise Collector's Edition. Schöne Symbole. Hier ist nix. Hier haben wir wieder dasselbe. Tales of Arise Collector's Edition. So, hier haben wir ein geiles Symbol. Und auf der Oberseite auch nur ein geiles Symbol. Gut, dann hätten wir das abgehakt. Und jetzt öffnen wir das schöne Ding. Und schau mal, was sich darin verbirgt, wenn wir es denn geöffnet kriegen. Ja, easy. So, komm. Und tja, Luft ist schön drin, da haben wir es doch. Das schöne Tales of Arise Artbook. Hier werden wir wieder, wie ich das jedes Mal mache, ein paar kleine Seiten rauslesen. Wenn ihr das selbst, wenn ihr alles sehen wollt, dann müsst ihr euch das selbst holen, leider. Weil ich darf halt nicht alles zeigen. Hier haben wir so schöne Seiten. Schönes Artbook auf jeden Fall, denke ich mal. Rinwell, die haben sogar ein Lesezeichen dazu gepackt. Das ist cool. Ja, hier haben wir nochmal, ich glaube, die einzelnen Gebiete, wenn ich mich nicht irre. Das sieht schon halt echt schick aus. So, Thorns. Da ist sogar eine Katze. Ja, so. Genug vom Artbook, packen wir erstmal weg. So, und hier haben wir dann einmal die Spielehülle. Natürlich will ich euch die Spielehülle nicht vorenthalten. Haben wir da irgendwas Wichtiges drin? Ja. Der Original-Soundtrack, der war eigentlich im Steelbook vorher drin, den habe ich hier reingepackt. So, ich glaube, das Spiel hat sogar ein Wendecover. Ja, wenn man das sehen kann. Nee, das ist kein Wendecover. Ist genau dasselbe, wenn man das umdreht. Schade, man hätte ruhig hier bei, wenn schon so ein Wendecover drin ist, hätte man ruhig hier USK 12 weglassen können. Das hätte dann schöner ausgesehen. Weil jetzt hat man dasselbe halt vorne hier, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. So viel zur Spielehülle. Packen wir auch mal wieder weg. Und dann haben wir das Steelbook. Weswegen ich mir die meisten Collector's Editions überhaupt kaufe. Wegen den Steelbooks. Weil ich bin nicht so der Fan von Plastikhüllen. Plastikhüllen finde ich absolut furchtbar. Sieht absolut billig im Schrank aus. Ist nicht meins. So, Tales of Arise. Steelbook. Vorne, hinten ist nix. Und dann öffnen wir das mal. Digital Content, Code habe ich schon eingegeben, natürlich. Den Code habe ich auch schon eingegeben, bringt euch gar nichts, falls ihr jetzt dachtet, ihr könnt den Code bekommen. Ja. Was haben wir noch?
Dann haben wir die beiden CDs. Das Spiel kommt tatsächlich auf zwei CDs. Disc 1, Disc 2. Irgendwelche Gesundheitsdinger. Ich möchte euch das Steelbook gerne im Ganzen zeigen. Dafür muss ich einmal die Discs halt rausnehmen. Das ist ein bisschen uncool. Dafür brauchen wir kurz die Hülle. Dann räumen wir die hier schnell mal rein. Sicher ist sicher. Damit ich euch das Steelbook im Ganzen mal zeigen kann. Ohne dieses nervige Papier und so. Weil das wollt ihr bestimmt ja auch sehen. So, perfekt. Einmal hier rein. So, damit könnt ihr das Steelbook im Ganzen mal betrachten. So sieht es aus. Und dann drehen wir es nochmal um. So, das ist soweit das Steelbook. Packen wir auch erstmal weg. Aber erstmal lege ich das hier wieder da rein. Natürlich. So. Damit ist das Steelbook auch erstmal wieder weg. So, jetzt kommen wir zu dem, worauf ihr alle gewartet habt, lol. Die Figur, wie gesagt. Leute, wie gesagt, ich baue die Figur nicht auf. Das heißt, ich werde sie auch nicht jetzt hier aufbauen, sondern nur zeigen. So, dann komm mal raus. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, weil in so einem Kasten ist leider Luft drin. Ihr wisst Bescheid. Und solange da Luft drin ist, ist das ein bisschen schwer, das rauszuholen. Aber ihr seid live dabei. So. Da haben wir es. Die Box, die habe ich selbst noch gar nicht geöffnet, wie ihr seht. Tales of Arise, das ist die Figur. Tales of Arise, Bandai Namco, bla bla bla. Hier haben wir nochmal was. Können wir uns angucken, keine Sorge, fühlt man nichts. Hier haben wir halt die Rückseite, die ich jetzt falsch rumgedreht habe, lol. Not for individual sale. Also kann man nicht so kaufen, die Figur. Dann haben wir hier noch die andere Seite. Mit ihm halt. Nur damit ihr das gesehen habt. Das hattet ihr ja schon gesehen. Und die Unterseite halt, ihr wisst Bescheid. So, dann öffnen wir dieses schöne Ding mal. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo man das öffnet. Ich glaube hier oben. Ich möchte euch die Figur ja auch zeigen. Nur aufbauen werde ich sie nicht, deswegen hole ich sie auch nicht raus, so wie ihr das jetzt kennen würdet. Weil die bleibt eingepackt, weil so hübsch finde ich die Figur jetzt nicht, dass ich sie aufstellen würde. Aber ja, gucken wir mal rein. So, vorsichtig aufmachen, wenn ich es denn hinkriege. Ich kriege sowas nämlich nie vorsichtig genug auf. Danke, na komm. Sehr schön. So, Plastikverpackungen mag ich ja richtig gerne. Wisst ihr, wir wollen umweltbewusst sein und sowas. Dann kriegt ihr eine scheiß Plastikverpackung. für jede Collectors Edition Figur. So, ah, schade. Man müsste sie tatsächlich aufbauen, um sie im Ganzen zu zeigen. Aber das mache ich bei Unboxings nur, wenn ich die Figur auch hinstellen will. Weil sonst lohnt sich das nicht. Und die Tales of Figur, die möchte ich halt nicht hinstellen. Also nur damit ihr da Bescheid wisst, warum ich die jetzt nicht aufbaue oder sowas. Weil ich die halt selbst nicht hinstellen will. Die verschwindet nachher einfach in meinem Collectors Edition Zimmer, wo ich die ganzen Editions über die letzten Jahre gesammelt habe. Trotzdem möchte ich einmal die Plastikbox mit euch entfernen, damit ich sehen kann. Na, die ist überall fest, ne? Ja, wundervoll. Hier ist auch nochmal Klebeband. Liebt ihr sowas nicht auf? Auch, ihr habt schon so eine Plastikbox mit Nüpsis drin, damit die Plastikboxen zusammenhalten. Und trotzdem wird das Ganze noch mit extra Klebeband festgemacht. Sowas ist halt richtig geil. Aber wie gesagt, ihr leidet ja mit mir. Also macht mir das nichts aus. Und je länger das Video geht, umso schöner, denke ich mal, für euch, wenn ihr hier seht, wie ich leide an diesem scheiß Tesafilm. Echt. Bandai Namco, gewöhnt euch das bitte ab. Kein Tesafilm mehr für Collectors Editions, please. Das ist richtig furchtbar einfach. Das ist eine scheiß Idee. So. Da haben wir sie. Ich hole die jetzt einmal raus aus diesem Plastikding und das war's dann halt auch schon. Damit ihr sie einmal sehen könnt, weil ich muss sie dann gleich wieder verpacken. Einmal jetzt ohne Arme und sowas, ne? Weil die Arme und so, die sind hier, die restlichen Arme. Hier zum Beispiel. will meine Kamera mal fokussen. Da ist zum Beispiel ein so ein Arm. Ja, und schon habe ich es verkackt. Ihr seht's. Schon habe ich es verkackt, Alter. Shit. So, ich glaube, das war so. So. Und das ist halt die Figur mit ihr und ihm. Ich finde die halt jetzt nicht so cool, weil man da halt kaum Füße sehen kann, ne? Also, ist halt nicht so meins, die Figur per se. Ist aber jetzt keine schlechte Figur. Wenn sie euch gefällt, baut sie auf. Sieht bestimmt sehr nice aus. Ich habe das halt leider nicht vor. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie man sie hier wieder reinkriegt. Aber Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Ich packe das jetzt wieder zusammen und dann seht ihr nochmal die Kiste
im Ganzen. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Hier habt ihr nochmal die volle Box. Ja, das soll es von meiner Stelle für das Unboxing von Tales of Arise Collector's Edition gewesen sein. Es wird noch ein Unboxing kommen. Seid gespannt für die nächste Collector's Edition, die dann kommt. Dauert ein bisschen noch, aber sie wird kommen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Unboxings oder wenn ihr von mir sehen wollt. Genießt noch weiter in euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Unboxing oder vielleicht im nächsten Video schon wieder. Bis dann!